viel Brunnen. Unter der Erde. Die Maschinen oder auch Hubschrauber, all das sind Maschinen, die zu Gast sind hier oben bei dem Aeroclub in Mittelstadt immer wieder. Sie können aber auch Segelfliegen lernen im Odenwald. Deutsche Geflogenheiten. 30 Jahre gibt es ihn in diesem Sommer. Der Flugsportclub Mümmelingtal Vielbrunn. 60 Mitglieder ist der Verein stark und sie alle verbindet eines, die Faszination am Fliegen. Man startet mit vielleicht 1 Liter Diesel am Morgen, fliegt 5 bis 7 Stunden, hat eventuell eine Strecke von mehreren 100 Kilometern zurückgelegt, landet abends wieder und hat während dieser Zeit wirklich ja alle Probleme, alle Sorgen des Tages, der Woche vergessen. Man ist komplett in einer anderen Welt. Das macht es einfach aus. Fliegerclub Main-Bullau entstanden, kam der Verein nach Vielbrunn. Im Mittelstädter Ortsteil fanden die Hobbyflieger ideale Bedingungen vor. Ja, erstmal die Landschaft, die hier oben ist. Wir haben ja ein Hochplateau in Vielbrunn, das heißt, das Gelände ist recht eben, obwohl man in einem Mittelgebirge sich befindet. Dort sind hervorragende Bedingungen für den Segelflug. Das heißt, die Thermik im Sommer, wie wir es heute auch gesehen haben, ist hier ausgezeichnet. 800 Mark kostet die Mitgliedschaft im Jahr. Das sei, so Hermann Suppe, immer noch billiger als Rauchen. Und gesünder. Sicherheit wird großgeschrieben bei den Segelfliegern. Jedes Flugzeug wird vor dem Start durchgecheckt. Jeder Pilot unterzieht sich regelmäßigen Flugtauglichkeitsuntersuchungen. Ihre Freude am Segelfliegen teilen die Mitglieder des Vereins übrigens gerne. Ja, prinzipiell kann hier jeder in die Luft gehen. Die Frage ist nur, ob er selbst steuern möchte oder ob er als Gast mitfliegen kann. Wenn er als Gast mitfliegen kann, ist eigentlich jeder herzlich willkommen. Wir nehmen gerne Gäste mit. Die Kosten sind eigentlich Selbstkosten, das heißt, wir verdienen nichts daran. Wir wollen unseren Sport eigentlich anderen Leuten publik machen und auch die Faszination einfach rüberbringen. Zwischen 20 und 30 Mark kostet ein Flug über den Odenwald. Ein Selbstkostenpreis, wie die Mitglieder betonen. Ein besonderes Erlebnis ist der Flug allemal, auch wenn sie beim ersten Mal nicht gleich mit einem Kunstflieger in die Lüfte steigen. Und wieder darf ich drei Herren an meiner Seite begrüßen. Zum einen nochmal den Herrn Sörner, den Herrn Heinrich